Hoch, verehrtes Publikum. Es freut mich riesig, dass Sie heute Nachmittag den Weg ins Rheinbad und hier ins ehemalige Bassin gefunden haben, um mit mir einen Geburtstag zu feiern und dann noch eine Runde, ein Jubiläum. Da wollen wir natürlich gratulieren und mit Musik feiern, genauer gesagt mit Chormusik, noch genauer gesagt mit einem Chorkonzert, noch genauer gesagt mit nicht weniger als 6 einzelnen abwechslungsreichen, über den ganzen Tag verteilten Kurzkonzerten. Schön sind Sie da, herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Rolla und ich habe die grosse Ehre und Freude und kleine Nervosität, Sie für den heutigen Tag zu begleiten. Jetzt fühlt es sich natürlich noch ein bisschen leer und einsam an davor. Das liegt natürlich daran, dass es zumindest im Moment sowohl das Geburtstagskind als auch die versprochene Chor noch fehlt. Das tut sich jetzt aber gerade ändern, weil lebendigerweise ist der Chor beides. Geburtstagskind und Sternbildnerin im Personalunion. Oder sagen wir in Personen Filmköpfigkeit. Er jubiliert und er singt. Er jubiliert mit uns und er singt für uns. Und später dann auch noch mit uns. Und jetzt können wir also gerade gewissermaßen im Zeitraffer zuschauen, wie sich so ein Chor formiert. Wie er freudig und motiviert, vielleicht auch nervös und gespannt auf die Bühne kommt und sich quasi in jedem Moment wieder neu gründet. Begrüßen Sie also mit mir und mit einem warmen Applaus und vielen Freudengeus zu brennen. Altistinnen, Trüb, Bess, der Chor. Ich kann es eigentlich erst am Schluss nicht sagen, aber es ist schon jetzt ein tolles Publikum. So ein schönes und buntes Grusel haben wir jetzt so gesehen, was für einen sympathischen Chor. Gut, Geburtstagskindchen haben wir, Chor haben wir. Was braucht es noch für einen Chor? Natürlich jemand, der diesen sympathischen Haufen zusammenhält. Eine Chorleiterin. Und da ist sie auch schon seit der Gründung Dirigentin von der Chor, Daniela Portmann. Wir stellen fest, der Chor ist ganz schön gewachsen seit seiner Geburt vor 20 Jahren. In der Gründung 2003 waren es noch ganz 17 oder 18 Nasen gewesen. Da ist die Quellenlage nicht ganz eindeutig. Bei der Gründung, das habe ich schon gesagt, und heute sind es, Sie können es selber zählen. Jedenfalls deutlich mehr, eine stattliche Zahl von sinnbegeisterten Menschen, die manche anderen Chor davon träumen. Was sich aber seit der Gründung nicht verändert hat, es sind immer noch wohlgeratene, willige und stimmbildungsfähige Sängerinnen und Sänger aus der Stadt und Region Luzern, wie es der Stefan Christen in der allerersten Medienmitteilung vor 20 Jahren so hübsch wie zutreffend geschrieben hat. Wobei, stimmbildungsfähig kann ich nicht beurteilen. Vielleicht haben sie von Anfang an so wunderbar gesungen wie heute. Und auch beim Adjektiv willig müssen wir jetzt eigentlich gerade Portmann fragen. Aber die können wir jetzt nicht stören, weil sie muss sich aufs Anstimmen von diesem Stück konzentrieren. Dafür übrigens auch. Anstimmen ist gewissermaßen eine Königs- oder Königinnendisziplin im Chorleitungsfach. Höchste Verantwortung auf Seite der Chorleitung, höchste Konzentration auf Seite des Chor. Und immer schön zum Zuschauen. Nimmt der Chor den Ton ab, indem er im Chor nachsummt? Nimmt er in die Stimme ab? Stimmt die Vorlage der Chorleiterin mit der Umsetzung des Chor überein? Ich sage Ihnen, ich, der auch Chorleiter bin, finde das immer sagenhaft spannend. Und in 20 Sekunden ist es soweit, dann können wir dem Wunder von der menschlichen Tonübermittlung und überhaupt vom menschlichen Miteinander singen beiwohnen. Und so werden wir jetzt also diesen Jubeltag und musikalischen Reigen durch alle möglichen Stilsprachen und Epochen die sagenhafte Reise in 20 Jahren dir Chor eröffnen.
Als erstes bescheiden wir uns den Chor mit zwei relativ zeitgenössischen Stücken. Sie gehören zuerst den Pulk Frades, das heisst, du bist schön bis du. Eine Vertonung vom Hohen Lied der Liebe vom 1964 geborenen finnischen Komponist Jaakko Mäntyjärvi. Und dann eine Advanced Democracy, eine Komposition aus dem Jahr 1938 von Benjamin Britten. Ein Stück, das in Zeiten des Faschismus gewissermassen das Hohe Lied von der Demokratie gesungen hat und eigentlich auch heute noch singt. Viel Vergnügen. Oh.
Durchsehwerk. Ja, Stichwort Demokratie, das ist, wie ich höre, manchmal so eine Sache. Ich bin persönlich zwar ein totaler Fan von basisdemokratischen Prozessen, aber als Chorleiter bin ich dann gleich noch froh, dass ich entscheiden darf, ob wir jetzt schnell laut oder riesig sind, oder wie laut oder wie riesig, oder wie schnell oder langsam, und wie lange wir den Schlussakkord genau aushalten und wer genau am Anfang den Einsatz gibt. Stellen Sie sich vor, wir dürfen alle gleichberechtigt mitdirigieren. Das geht mit einem Stück für das total neues und relativ unvorhersehbares Arrangement. Oder wir kämen für lauter Verhandlungen zum Singen. Und das wäre ja auch statt. In allen anderen Belangen ist es aber immer schön und sinnvoll, wenn der Chor angeschlossen und einbezogen wird. Da hat man dann halt je nachdem 42 verschiedene Meinungen zur Frage, ob es nach dem Konzert eine Kürbissuppe oder Käsebrüchen gibt. Oder man sieht dann am Konzert zum Beispiel statt wie abgemacht mit einem dunkelroten Accessoire alle möglichen Schattierungen und Vorstellungen von Rot, von Bordeaux, Zinnoberrot, über Orange-Rot und Blue-Rot, bis hin zu den Andeutungen von Violett und Pink. Im Idealfall aber kommt, wenn wir den Kurlot mitentscheiden, auch ein wunderbares Konzertprogramm dabei raus, wie man es jetzt gerade in dem ersten Konzertblock erlebt. Für diesen Block hat Frau Borgmann nämlich im besten demokratischen Tradition eine Umfrage gemacht bei den Sängerinnen und Sängern, welche Stücke heute unbedingt selber klingen, welche Stücke für Chormitglieder und vielleicht auch für das Publikum, also von besonderer Bedeutung oder besonders schön oder besonders toll oder besonders mitreissend und packend sind. Sie hat also sozusagen die All-Time-Favorites im Chor eruiert. Dann hat sie stundenlang die Abstimmungsresultate zusammengezählt und das Durchschnittswert entsprechend, hat mehrere Excel-Tabellen abgefertigt, mit der Bundesamt Statistik telefoniert, eine Nachbefragung gemacht und so schließlich vier Stück vom Chor rausgefunden. Und das sind die fünf Stück, die sie in diesem Block jetzt hört. Zwei haben sie jetzt gehört, drei können wir noch. Es geht allerdings Gerücht darum, dass es noch viel mehr Favoriten gegeben hat. Ich halte es also durchaus für denkbar, dass auch in den weiteren Blöcken das eine oder andere Lieblingslied vom Chor oder von ihnen auftauchen könnte. Ich habe Frau Borgmann übrigens mit einem gewissen Guinness Buch der Rekorde neugierig gefragt, welches Stück heute das Schwierigste und welches das Wichtigste ist für den Chor. Nicht, dass das für den Hörgenuss oder die Bedeutung von einem Stück relevant wäre, aber manchmal ist das ja nicht nur für den Rekordmeister die Golfranciers, sondern auch für das Publikum noch interessant. Oder auch für den Chor, wenn die Meinung über den Geschwindigkeitsgrad von einem Stück zwischen ihm und der Chorleitung auseinandergeht. Das gibt es ja auch. Und ich habe Ihnen verraten, dass sowohl die beiden schwierigsten als auch das wichtigste Stück vom heutigen Tag beide, nein, alle drei, in diesem Block vorkommen. Oder vielleicht schon vorkommen sind. Ich sage Ihnen nämlich nicht, welches welches ist. Weil im Idealfall merken Sie es gar nicht, das wäre gut. Und sonst ist vielleicht der Gesichtsausdruck der Singenden beim Singen ein Indiz. So, jetzt haben wir fertig gebaut. Wir sind hier zum Feiern und zum Musik hören. Und darum reisen wir jetzt ohne weitere Unterbrechung überseits nach Liechtenstein, nochmal nach Finnland und dann ins Aargau. Sie hören Abendlied vom liechtensteinischen Romantiker Josef Reinberger, dann ein zweites Stück von Jacques Mantieri mit dem Titel El Hambo und schließlich Im Mondschein. Ein Stück vom 1947 geborenen Rufbeschreiber Musiker Thomas Fricker. Oh.
Hey, yakka, dakka, doo, dee, ah, dee, oh, dee, ah, dee.